Vielen Dank. Vielen Dank auch an Mike Novak und das spannende Forum zuvor mit den Berichten aus Belarus und Kirgisistan sehr spannend, fand ich. Ich hoffe, wir haben jetzt eine genauso interessante Runde für alle, die da sind. Ich melde mich hier direkt aus dem GSI in Bonn. Etwas ungewöhnlich, weil viele Leute ja heute auch aus der ganzen Welt zugeschaltet sind, aber ich sitze tatsächlich hier beim Gustav Stresemann Institut in Bonn und heiße alle herzlich willkommen zu diesem zweiten Forum der Konferenz Politische Bildung in bewegten Zeiten. Weltpolitik aus den Fugen, so ist unser Forum umschrieben. Und ich werde es in Deutsch führen, wie Sie merken. Wir hätten es auch auf Englisch machen können, aber da wir Diskutanten haben und das Podium so besetzt ist, dass das ziemlich geteilt ist. Wir haben zwei Teilnehmer, die gut Deutsch sprechen, zwei andere, die in Englisch dazu sind, haben wir uns entschieden, das Forum in Deutsch zu machen. Und ich bleibe auch bei der deutschen Sprache und die Übersetzung wird dann für Sie von den Übersetzern. Mein Name ist Bernd Neuendorf und ich werde in den nächsten 1,5 Stunden diese Debatte und hoffentlich interessante Debatte moderieren. Wir haben ein sehr interessantes Podium, wie ich finde. Das werde ich Ihnen gleich kurz vorstellen. Aber wir wollen nicht nur mit den Expertinnen und Experten diskutieren, sondern wir haben auch natürlich Zuschauer. Ich hoffe, sehr viele. Wir werden Menschen dabei haben aus der ganzen Welt, die jetzt dabei sind, sich zuschalten werden und die auch die Möglichkeit haben werden, Fragen zu stellen. Wir werden etwa 1 Stunde diskutieren im Forum und dann würde ich mich sehr freuen, wenn auch über die Chatfunktion entsprechend Fragen an die Diskutanten gerichtet werden können. Das öffnet die Debatte und macht es sicherlich noch mal spannend, wenn aus verschiedenen Teilen der Erde Fragen gestellt werden. Ich würde dann dazu kommen. Ich sehe jetzt schon die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor mir. Alle sind zugeschaltet. Das freut mich ganz besonders. Ich habe natürlich im Vorfeld auch mit Ihnen gesprochen. Übernehme die Vorstellung aber kurz selber und dann wollen wir direkt auch in die Inhalte gehen. Ich fange zunächst mal an mit Ophelia Omnes, die unten links eingeblendet ist. Ophelia, wir kennen uns schon. Wir haben schon mal ein Forum miteinander bestritten. Insofern freue ich mich, dich hier wieder zu sehen. Ophelia ist Präsidentin der französischen Sektion der Europäischen Föderalisten. Sie ist in Frankreich ausgebildete Juristin, hat in Paris, in Brüssel, in Luxemburg gearbeitet. Sie ist Visiting Fellow des Progressiven Zentrums, einem unabhängigen und gemeinnützigen Berliner Think Tank, der 2007 gegründet wurde und absolute Expertin für alle Fragen rund um Europa. Herzlich willkommen, Ophelia, nochmal in dieser Runde. Ich freue mich auch ganz besonders, um mit den Damen zu beginnen. Unsere zweite Dame in der Runde ist Lina Kusch. Auch willkommen in die Ukraine und nach Kiew an Lina. Lina hat auch eine sehr interessante Biografie. Sie ist Journalistin. Sie ist im Jahre 2017 in die Vereinigung der, in die Union der Journalisten in der Ukraine gewählt worden mit einer besonderen Aufgabe, mit einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe. Sie war zuständig für die Betreuung der Journalisten im Donbass, also in einer Kriegsregion. Und hat das offenbar so gut gemacht, dass sie im Dezember 2017, also vor ziemlich genau 3 Jahren, auf einem Treffen und auf einer Versammlung der National Union of Journalists in der Ukraine zu deren Vorsitzenden gewählt wurde. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns, dass wir Sie heute bei uns haben. Lina ist auch, ich habe gesagt, sie ist Journalistin. Sie ist nicht nur für den Journalistenverband tätig, sondern auch operativ für die Nachrichtenagentur Reuters und für die Ukrainian BBC. Ganz herzlich willkommen auch an Lina Kusch in Kiew. Der dritte Gast, den ich kurz vorstellen müsste, ist Dr. Wolfgang Ressmann aus Deutschland. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbandes Bürgermedien und er leitet den offenen Kanal Ludwigshafen.
Gleichzeitig setzt er sich aber auch auf internationaler Ebene für einen freien und einen aufklärenden Journalismus ein, insbesondere auch in den früheren Sowjetrepubliken. Und er wird dabei unterstützt und auch teilweise beauftragt vom Auswärtigen Amt. Insofern hat er auch eine Menge Erfahrung mit Ländern östlich unserer Hemisphäre. Und da sind wir auch sehr gespannt, wie seine Einschätzungen in der derzeitigen weltpolitischen Lage sind. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Ressmann. Und last but not least begrüße ich Herrn Professor Daniel Walter. Auch mit ihm habe ich ein sehr interessantes Vorgespräch geführt. Professor Walter ist Historiker. Er ist Direktor des German Institute an der Wartburg College in Iowa. Und bringt eine Menge Expertise ein, natürlich aus transatlantischer Sicht, eine weltpolitische Sicht aus Amerika, was natürlich besonders spannend ist, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Übergang von einer Präsidentschaft auf die nächste. Wir sind sehr interessant, wie seine politische Sichtweise ist, aber natürlich wollen wir nicht nur über die Politik reden, weil es ist ja Bestandteil dieses Kongresses insgesamt, dass wir auch über politische Bildung reden und was die derzeitige Krise Corona in Klammern auch für die politische Bildung bedeutet, national und international. Insofern, Sie sehen, meine Damen und Herren, im Netz, wir haben einen sehr gutes Forum zusammen, sehr interessantes und spannendes Podium. Und ich möchte deswegen auch gleich beginnen mit der Diskussion. Wir haben es ja schon angedeutet und niemand kann sich dem verschließen. Wir leben in Zeiten der Pandemie. Die ist weltumspannend. Sie nimmt kein Land aus. Alle Länder, die hier vertreten sind, sind in irgendeiner Form davon betroffen. Die einen mehr, die anderen weniger. Der Fokus scheint weltweit im Moment einzig und allein auf der Bekämpfung des Virus gerichtet zu sein. Und man hat den Eindruck, Herr Dr. Ressmann, vielleicht für Sie die erste Frage, dass die Weltpolitik angesichts dieser Pandemie ein Stück weit auch zum Stillstand gekommen ist. Was würden Sie dazu sagen? Also die Weltpolitik ist sicherlich nicht zum Stillstand gekommen oder die Weltentwicklung, aber die Wahrnehmung von ganz vielen Dingen, die in dieser Pandemie um uns herum geschehen. Und das ist nicht unproblematisch. Da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Panels noch dazu, ob wir nicht zu viel über Corona und zu wenig über ganz relevante andere Dinge reden. Wir führen gerade, und ich freue mich auch, Frau Kusch hier zu sehen, die ja auch eine tolle Projektpartnerin in unserem Mediendialog ist, den wir mit den Ländern der östlichen Partnerschaft führen, dass wir in der Corona-Pandemie jetzt gerade konfrontiert waren mit einer Projektwoche in Armenien, mit dieser fürchterlichen kriegerischen Auseinandersetzung, mit dieser Aggression der Türkei, ich sage das mal so, gegen Armenien mit syrischen Al-Qaida und IS-Kämpfern in der Kombination mit von einem NATO-Partner ausgehend. Ein schon gewaltiger Vorgang, der bei Weitem nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert wird, in der westeuropäischen und in der deutschen Öffentlichkeit, wie das nötig wäre. Dies ist ein Beispiel dafür, dass wir Weltpolitik nicht in ausreichendem Maße zur Kenntnis nehmen. Das Gleiche gilt wohl auch für alles das, was in Syrien um uns herum geschieht. Belarus war eben schon ein Thema. Auch dort die dortigen Demonstrationen zeigen, dass in den Ländern der östlichen Partnerschaft und einiges am Brodeln und einiges in Bewegung ist. Das gilt ja auch für die Entwicklung in der Ukraine, dass die Kriegsschauplätze, die wir haben, auch im Donbass zum Beispiel, da kann Frau Kusch sicherlich aktuell auch einiges dazu sagen, ebenfalls aus dem Fokus gerückt sind. Unter dem Dach von Corona passiert sehr viel und das nicht nur oder nicht zum Guten. Ja, Sie haben den Ball eigentlich schon zugespielt an Frau Kusch. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen an Dina Kusch. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wie ist es eigentlich in einer Krisenregion selbst, aus der man kommt, in der Sie leben, in der Ukraine und in der Ostukraine.
wird überlagert auch das Thema der Pandemie selbst die Krise im Donbass in einem Land wie der Ukraine? Oder würden Sie sagen, die kriegerischen Vorgänge und Auseinandersetzungen im Donbass überlagern doch oder überwiegen doch in der Berichterstattung verschoben, würden Sie sagen, in den letzten Monaten? Oder wie ist die Berichterstattung bei Ihnen? Wie ist die Wahrnehmung und die Fokussierung der Menschen eher auf die kriegerische Auseinandersetzung, eher auf die Gesundheit der Bevölkerung? Frau Kusch. Yes, thank you, Mr. Bernd. Yes, COVID-19 economic crisis and caused by pandemic and local election were the main issues in Ukrainian media this year, indeed. And the topic of the armed conflict on the East is gone from the first pages, unfortunately. I can see that the audience were concentrated on the local problems or on today problems. And you should understand one important thing, that our president, Volodymyr Zelensky, became the president, among other things, thanks to the public request, public demands to solve the conflict on the East. But after start the pandemic, the priorities of Ukrainian of Ukrainians changed. In addition, many voters were disappointed of our president. Therefore, it will be difficult to him to obtain the trust for solving this conflict, I think. Whatever decision he makes, the significant part of society will be unhappy. Okay. Yeah. Because of reasons, the topics of conflict on Donbass now gone from Ukrainian media, from the first pages, from the top news, yes. Das ist schon sehr erstaunlich, wenn man so eine Krise im eigenen Land hat, dass darüber nicht mehr so regelmäßig und so intensiv berichtet wird. Das ist eine spannende Einschätzung. Sie hatten es mir im Vorgespräch gesagt, ich konnte es kaum glauben, aber es scheint sich ja zu bestätigen. Ich wollte noch mal so ein bisschen aufgreifen, was Herr Ressmann schon angerissen hat und Richtung Ophelia mal fragen. Wir haben ja, das hat Herr Dr. Ressmann auch schon angeschnitten, im Windschatten sozusagen der Pandemie gibt es weiterhin verheerende Entwicklungen und in Afrika, in Mali, im Tschad, in Afghanistan auch. Wir haben im Nahen Osten die Krisenherde, Libyen, Jemen, die Kriege gehen weiter. Von Belarus rede ich jetzt gar nicht. Wir haben große Fluchtbewegungen nach wie vor, das Thema Flüchtlingslager in Griechenland. Glauben Sie, dass, Ophelia, dass die Krise möglicherweise auch dazu beiträgt, internationale Konflikte zu beschleunigen oder zu befeuern, dass man im Windschatten dieser Krisen vielleicht auch versucht, Fakten zu schaffen, weil sie in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden, wie sie in normalen Zeiten, sag ich mal, wahrgenommen werden würden, wenn wir nicht unter dieser globalen Krise leiden würden. Was ist Ihr Eindruck? Dass hier eine Beschleunigung stattfindet von Krisen möglicherweise, Ophelia? So, thank you, Bernd, for giving me the floor. I'm also very happy to be back at GSI event. I don't think that things or people, the people who are in power, they do things thinking that how they will be perceived on the international scene. Some of them do, of course, but I think that first and foremost, they do or do not do things with regards to their own citizens, and especially the people who vote for them. So I wouldn't say that
because the media attention has grown from, or some media attention, because then here again, we need to discuss whether it is true that the media, and we the same way we cannot talk about the West and the Europe and so on, and it, as it was mentioned before, we can also cannot talk about the media, because it very much depends which country you're talking about, which situation, which kind of media as well. So I wouldn't say that they feel entitled to do more because there is less media coverage. I would actually think that to answer your question in terms of would there be more conflicts because of Corona? I think that regardless of what people think they can do or not, being undercover or not, I think the answer is yes, obviously, but not because they think they can do more. Because they might take the excuse of having to face a crisis, having to take emergency measures, having to implement some restrictions because they need to fight the virus. And then it becomes very difficult to take back the powers that might have been transferred to states or to authorities, and that they presented it in a way that that it was to protect the people, so to say. So I do think, however, that it is very much on the civil society mm-hmm. and on citizens themselves to be very much aware of what's going on, of the kind of rights they might be trading for security, at least for a while, and to be very conscious that these rights need to be taken back once once we consider that the crisis is over. And in the process, they still need to be very conscious and very and pay a lot of attention in controlling the kind of power that they give to their governments, because I can see that this can easily become authoritarian crisis in some countries, and sometimes in countries where you would actually have derives in countries that you would not necessarily expect that from. Yeah, thank you very much. Very interesting. Jetzt rede ich schon selber Englisch, aber weil Ophelia Englisch gesprochen hat, habe ich jetzt auch in Englisch geantwortet. Ich bleibe beim Deutsch. Vielen Dank. Und das bringt mich natürlich, und ich spiele den Ball weiter jetzt mal über den Ozean und zu Professor Walter. Das ist natürlich sehr interessant, weil wir hören, dass im Windschatten dieser Krise sich bestimmte Dinge ereignen. In Amerika hatte man jetzt den Eindruck, dass man vielleicht gar nicht so sehr in den letzten Monaten auf Krisen außerhalb Amerikas geschaut hat, sondern sehr stark beschäftigt war mit der Wahl naturgemäß in den Vereinigten Staaten. Aber dass da das etwa nicht den Corona verdrängt hat, sondern dass Corona und Covid-19 Bestandteil des Wahlkampfes und der Wahlauseinandersetzung geworden sind, in einer sehr bemerkenswerten Weise, wie ich finde. Also da ist es vielleicht etwas anders, dass man nicht sozusagen versucht hat, Fakten zu schaffen vor dem Hintergrund der Krise, sondern ganz konkret mit der Krise und mit der Covid-19-Krise auch Politik zu machen. Das würde mich natürlich schon interessieren, wie Sie das wahrgenommen haben, Herr Walter, und wie Sie die Auswirkungen auf die Politik in Amerika, aber auch global insgesamt bewerten, aus amerikanischer Sicht. Thank you, Bernd. So how much time do I have to answer that really short question? Yes, it is. I mean, if you just look at the headlines on a regular basis, momentum growing and then the election, it's COVID or the election. And as you pointed out, rightly so, that it has been politicized, the COVID, and a way to draw a strong distinction between Democratic voters and Republican voters. And really where this played itself out is actually on election day, because, and I'm sure everyone, you know, many if not everyone has read about this, is in a number of the states, for example, Georgia and Pennsylvania, whatever, Donald Trump was leading, because the first votes that could be tabulated were those who were voting in person. Those tend to be Republicans, and most of the mail-in were Democrat, and then coming later. And now really what the issue is COVID is still prevalent, because the cases continue to rise. I just heard on the news today, we actually had
the highest count now, up to 200,000 cases per day now. And we've reached now an average, we hit the highest death toll per day, over 3,000. And the numbers continue to rise. Even in the state of Iowa, I think in terms of deaths, we're like 21, number 21 in the country. And in terms of actually infections, we're like number three. It's getting worse and worse and worse. And what's frustrating for a number of individuals, myself included, is that we have a president who, that's a long psychological explanation and discussion, but in classical narcissistic form, cannot actually accept the reality because he has his own sense of reality, which doesn't correspond to the reality of most people. But he refuses even to address this major catastrophe. But at least finally, the Biden win has been recognized, so he can begin getting information, because something has to be done about COVID. We also have these pharmaceutical companies that are gearing up, and actually in I just heard this morning also, it's going to be New York is also going to get one of the first batches, but only about 50% of the people feel confident in the drug and feel it's safe. So the governor Cuomo has actually come out and said, I will be the first one to get this, and we're going to work on this. And it really is unfortunate that it has been politicized. And even more unfortunate is that a number of leaders, and for me personally, I actually put more blame on the Republican Party than Donald Trump. Because they actually allow this, especially Mitch McConnell. There's all these leaders that have a longstanding status and that they don't actually stand up to him, and they don't do what is right for the American people, in my opinion. And they're only thinking about the short-term political gain. I could also point out examples when the Democrats do that as well, but we're in this current situation. But I think what it is, and one of the reasons that I think a number of Republicans is, they allowed Donald Trump to have so much control over the base. And they're afraid they're not going to get elected. So they're more concerned about getting reelected than actually what's best for the American people, in my opinion, and is also what's best for democracy. Increasingly, though, more and more are coming out to recognize the Biden election. And actually, what is interesting is now that Biden, a number of markets have already actually changed because it looks like there's going to be some stability. And what sneaks into the conversation is, what are some of Biden's policies going to be? Like the other day, you know, is it going to create better relations with Europe? I just heard a report this morning, is what is his China policy going to be? Because there's a number of individuals, including farmers here in Iowa, big farming state, international global market, and really concerned about the tariffs and how actually that actually affects their position. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch, Professor Walter. Es war auf jeden Fall interessant. Ich würde noch mal eine kurze Runde machen vielleicht zu dem Punkt, weil die USA vielleicht, aber nur eine kurze Antwort dazu noch. Die USA ist eine Weltmacht. Sie sind eigentlich dafür prädestiniert, Krisendiplomatie auch zu betreiben und sozusagen auf internationaler Ebene Lösungen herbeizuführen. Man hatte jetzt das Gefühl, nicht nur wegen America First, sondern auch, dass diese Pandemie auch dazu geführt hat, dass die überhaupt die Krisendiplomatie weltweit, das sage ich auch mal an die Adresse von Ophelia, das sage ich an die Adresse von Herrn Ressmann, von Krisendiplomatie nicht mehr viel zu hören und zu lesen war. Und das würde mich auch interessieren, wie Sie als Beobachter der Szene die Rolle der Diplomatie aus den verschiedenen, aus europäischer Sicht, aus amerikanischer Sicht, aber auch aus Sicht einer Journalistin und von Herrn Ressmann, wie Sie dazu eine kurze Runde, das würde mich schon sehr interessieren. Daniel Walter, vielleicht beginnen Sie noch mal kurz. Okay, so the last one I'll be first. Okay. I think it's been a great absence over the last 4 years, 3.5 years. I think it actually has been a tragedy. I think actually in the long term it does. Speaking from an American perspective, a U.S. perspective, I think it does more harm than good, but I think it also does this in terms of the total international community. But we've already heard changes already going to be coming in with the Biden administration. But I will say one thing, though. What is interesting is, even if with the Biden administration coming in, is that you hear from Europe, especially NATO, that they actually want to have a much more stronger presence
on the global scene, so it's an opportunity for them. And I think there it may lead to a healthier partnership, a more respectful partnership. And but I do think it is because the United States does have a lot of resources. They really do. And I think it is selfish to think, especially with the coronavirus, you know, the migrants coming out of the Middle East. I mean, there's a number of issues around the globe. And to think that any country can either go it alone, it actually is in the best interest of everyone if we work together. I'm a firm advocate of this. And actually, I mean, not to sound crass or whatever, but the best way to promote your position is through soft power, through diplomacy, and building those relationships. One way we've seen this especially is the number of international students coming to the United States has dwindled. It's very difficult. Because, though, we're online, we're digital, we can actually have some of our international students attend classes online. Yep. So we have students from China, from, I can't remember some of the other places, Croatia and a few other places that actually have been able to attend Wartburg because we're online. Das ist die politische Bildung. Dazu kommen wir gleich noch. Yeah, das right, ist auch right. Sehr interessant. I'm not going to go that. But okay. I think it's a mistake, but I am hopeful for the Biden administration. It's already talked about re-entering Paris, already started talking about, you know, engaging again with Iran and a number of other initiatives. But hopefully too much damage has not been done. Danke, Daniel. Ophelia, wir haben die europäische Ebene angesprochen und die Krisendiplomatie. Wir haben eine deutsche Kommissionspräsidentin, die auch hier in die Kritik geraten ist, teilweise auch. Aber wie bewertest du die Situation in der international mit was die Krisenherde betrifft und Europa? Ich meine, wenn ich an Macron denke und andere, die sagen, wir müssen mehr selbstbewusster auftreten, wir müssen energischer auftreten, eine eigene europäische Agenda schaffen in dieser Pandemie. Habe ich davon, was die Krisenherde betrifft weltweit, wir haben sie angesprochen, jetzt nicht viel bemerkt. Vielleicht ist mir aber auch was entgangen. Und Ophelia kann uns sagen, was in Wirklichkeit geschieht. Ophelia? Well, I don't know if I can really tell you what's going on, but at least from my perspective, I think it's very important that we have a strong Europe on the global scene, because whether it is on climate or on human rights or on other topics where Europe is actually at the front of the battles, there is nothing much we can do on the international level if we are not together and we are not understood as a reliable partner. But in order to be a reliable partner, we need to be able to sort our things together and be able to speak with one voice. And I was listening to Mr. Walter saying that we need to work together, and I couldn't agree more on that. But I would even start on the European level, that diplomacy is key. And in order to be able to work with other continents or other parts of the world, which we very much need to do, because I think we have a lot of things to bring to other parts of the world. And there is a real dialogue we can have, whether it's with the US, with China. The dialogue is a bit more difficult, but precisely because it's difficult, we need to have it to take Africa in consideration as a real counterpart as well. But in order to achieve that, we need to be able to speak with one voice. And in order to do that, I think that Mr. Macron is right in saying that Europe needs to take ownership in what it does on the global stage. And then we very much need to have a stronger voice that would obviously mean some structural reforms, because at the moment, anything that is that comes with the foreign affairs perspective can be weakened by the veto of any of the member states, which is a problem for us to speak collectively. But I do think that in the long run, or rather in the short term, we need to drastically change the way we interfere into international affairs, because it's true that we are there, and actually our partners are waiting for us to
to do something and to be there and to have a voice. And I think that, yes, it's important and it's good for global relations that Mr. Biden has been elected, but it doesn't change the fact that Europe needs to be stronger and have stronger stance for the partnership to actually work, because the time is over when we all have to look up at the United States to tell us what to do. And we live in a more polarized world, and in a more polarized world, you would need Europe to be strong and have very understandable stances for it to be taken seriously. And I think that in this regard, the German presidency of the council is interesting in the sense that it seems that Germany at last realizes that, well, Germany can only be strong through Europe, and we could see that in the German during the German presidency, that there has been hands towards other EU member states, towards EU institutions to actually work together, and that was like the core messages of the ministers of the presidency to say, we need to make Europe stronger from the inside and from the outside perspective. And I think that the presidencies to come will need to very much build up on this message. Danke, Ophelia. Das war jetzt interessant, dass du gesagt hast, Deutschland wird sich darüber bewusst, dass sie nur über Europa stark sind. Und das war ein sehr selbstbewusstes Statement für ein einiges Europa, wovon wir leider manchmal weit entfernt sind, wie wir gerade wieder sehen, wenn es um die Verabschiedung des europäischen Haushalts geht. Aber ich finde auch generell hat die Krise ja eigentlich im Moment das Gegenteil bewiesen, die Pandemie, vielleicht mit Blick auf Herrn Ressmann und dann den Ball weiterspielen an Lina. Aber der Kampf gegen das globale Virus, wir haben eine globale Krise und wir suchen im Grunde keine globale Antwort. Wir haben eine globale Krise ohne globale Antwort. Jeder versucht in seinem Land, in Deutschland sogar in jedem State, würde man sagen, in Amerika, in jedem Bundesland, eigene Lösungen zu finden. Also das ist, glaube ich, schon sehr auffällig. Hier eine Rückbesinnung auf das eher Nationale und nicht so sehr auf das Internationale. Also das, glaube ich, ist schon auffällig, dass man das sagen kann, dass jedes Land versucht, selbst den richtigen Weg aus dieser Krise zu finden und nicht sozusagen global zu denken. Ist das eine Sichtweise, Herr Ressmann, die Sie teilen mit Ihrer Erfahrung aus vielen, vielen Ländern? Herr Neundorf, genau das sehe ich ähnlich. Dieses Virus passt in eine Zeit des sich Abschottens, passt in eine Zeit der Renationalisierung und der Vereinzelung und ist damit Wasser auf die Mühlen oder war Wasser auf die Mühlen derjenigen, die in England den Brexit, in Amerika Trump, die Trump-Ideologie American First und der Rückzug aus allen internationalen oder aus sehr vielen internationalen Gremien zur Folge hatte. Auf der anderen Seite, und das stimmt mich wiederum optimistisch, wird damit auch deutlich und macht das Virus auch deutlich, die damit verbundenen ökonomischen Probleme ebenfalls, die sicherheitspolitischen, kriegerischen Aspekte, hatten wir ja eben schon kurz erwähnt, dazukommend, dass wir nur gemeinsam, Klimakatastrophe darf nicht vergessen werden, die Probleme lösen können. Das heißt, wir müssen jetzt als diejenigen, die proeuropäisch sind, die auch eine globale Verantwortung annehmen wollen, ist das jetzt auch eine Chance, diese negativen Effekte, die wir während der Corona-Pandemie erleben mussten, in was Positives, nämlich in eine Rückkehr auf internationale Zusammenarbeit und Kooperation zu setzen. Und das bedeutet aber auch, dass wir klare Positionen auch innerhalb der EU beziehen müssen. Was sich in Ungarn, was sich in Polen abspielt in der Rechtsstaatsdebatte, ist eine Unmöglichkeit im Rahmen dieser Europäischen Union. Was sich innerhalb der NATO mit der Türkei abspielt, die mit der IS gemeinsam Kriege führt, als NATO gegen Demokratien mit anderen, mit einer Diktatur wie in Aserbaidschan zusammen, ist nicht hinnehmbar. Und wenn etwas deutlich geworden ist, auch durch diese Krise verschärft, dass wir wieder klarer uns zu Werten, aber auch zu politischen Strategien bekennen müssen. Dies gilt dann auch, was Globalisierungsfragen und Umweltfragen anbelangt.
das durch die Zeit, also ich würde mal sagen, für mich heißt das, die Zeit des Durchwurstelns ist vorbei. Und auch die Erfahrung in dem Mediendialogprojekt, wo wir ja 5 Länder als ehemalige Sowjetrepubliken zusammengefasst haben mit Studenten, Journalistenorganisationen, die dann ja auch miteinander ins Gespräch kommen, zeigt mir, wie wichtig es ist, wieder miteinander zu reden und das Miteinander zu reden als ersten Schritt zur Konfliktlösung auch wieder in den Mittelpunkt zu stellen und von diesen Nationalismen runterzukommen und diese Nationalisten wieder dorthin zu stellen, wo sie hingehören. Nämlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Danke für dieses Plädoyer für internationale Lösungen, jetzt auch angesichts der... Can I ask a question to yes. Wolfgang? Yes. So how does that happen? I mean, I agree with you, but it almost seems like your thesis is, what you stated is, because of the retreat, you know, the changes happened with the UK, with Brexit, in a sense, under Trump, the retreat of the United States from world affairs. So there wasn't someone who stepped up and took the leadership. Obviously, as was Ophelia pointed out, this is now an opportunity for Europe, maybe even individual states to step up. But how do we bring back? Who is actually going to be the instigator, if you will, or the catalyst to bring about this international cooperation? How do we get move forward without actually falling back even to pre-Trump? Because it seems like you're talking about it on a much larger scale, especially given the size of the crisis and other crises that are facing the globe. Ja, direkt die Antwort an Herrn Ressmann. Die Frage war an Sie gerichtet. Also ich sage da mit zwei Aspekten. Zum einen muss die Europäische Union wieder Glaubwürdigkeit erzeugen in dem Sinne, dass man zu demokratischen Werten, zu all dem steht, was Gewaltenteilung bedeutet, Unabhängigkeit der Justiz bedeutet, Pressefreiheit bedeutet. Das ist ja im Wesentlichen auch der Punkt von unserem Projekt. Und das bedeutet, dass Polen und Ungarn wieder zurückkehren müssen zu einem europäischen Konsens. Deswegen ist die Auseinandersetzung um den EU-Haushalt für mich eine sehr wichtige Angelegenheit, diese Glaubwürdigkeit nach außen darzustellen. Das ist ein Beispiel, wo wir in einem Prozess sind, der im Moment sich als Konflikt darstellt, aber wo Europa sicherlich stärker rausgehen wird, wenn wir diesen Prozess auch glaubwürdig durchgezogen haben. Ein zweiter Punkt, das betrifft auch die gesamten kriegerischen Situationen in den Ländern der östlichen Partnerschaft oder in einigen Ländern. Das ist die Minsk-Gruppe, die OSZE, die im Moment auch da niederliegt mit Führungskrise, die auch nicht gefragt wurde im Bereich der Friedensregelung in Bergkarabach, was dann dazu führte, dass Russland wieder im Südkaukasus direkt an den Ölquellen von Baku steht. Sicherlich keine Schwächung von Putin. Auch das haben wir in der Hand. Auch da spielen die USA eine gewaltige Rolle, wenn sie denn wollen, was sie in der Vergangenheit nicht wollten. Die Stärkung dieser Instrumente, die wir haben, die auch funktionieren, auch innerhalb der OSZE, innerhalb der Minsk-Gruppe, auch im Verhältnis zum Beispiel zu Belarus mit Einflussnahmen auf diplomatischer Ebene. Das sind wieder erste Schritte, die internationalen Organisationen von Europa her gehen, hoffentlich mit einer Biden-Administration, die nicht wieder die amerikanische Vorherrschaft dann in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Auch das ist ja nun alles nicht nur mit Hoffnung, sondern auch mit Befürchtungen verbunden, was man hören kann aus der Vergangenheit heraus, sodass ich eine ganze Reihe von Punkten sehe, wo wir anknüpfen müssen. Abrüstung, auch im Verhandlungen mit Russland, sind ebenfalls ein Thema, wo wir beginnen müssen und wo wir Chancen haben, neu zu beginnen, die wir nur wieder revitalisieren müssen, wenn wir das dann machen. Dafür brauchen wir aber auch starke Medien und das müssen wir auch über Medien in die Öffentlichkeit tragen. Vielen Dank, Herr Ressmann. Ich wollte eigentlich zu diesem Punkt jetzt auch noch Lina hören, aber ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken, ein bisschen switchen. Lina, ich stelle dafür eine andere Frage. Ich habe einen zweiten Block vorbereitet. Jetzt ging es ja erstmal darum, was bewirkt diese Pandemie weltpolitisch, geraten Krisen in den Hintergrund. Das wurde weitgehend bestätigt. Was hat es jetzt in Amerika ausgelöst? Was bedeutet das für die Zukunft und die internationale Zusammenarbeit?
Aber wir haben natürlich auch gesehen, nicht, dass es das nicht vorher gegeben hätte, Lina, aber wir haben gesehen, was die Krise ebenfalls bewirkt. Und das ist nochmal Hate Speech, Fake News, Verschwörungstheorien jedweder Art rund um das Virus. Auch das wurde von der Politik teilweise eingesetzt, insbesondere auch Trump. Ich erinnere an den Begriff China Virus und so weiter. Es wurde damit auch Politik gemacht. Das hat die Menschen auch verunsichert. Die Rolle der Medien ist, glaube ich, da ganz wichtig. Und das würde ich gerne aus Sicht eines Landes wie der Ukraine gerne nochmal spielen, sozusagen. Welche Beobachtungen machst du, Lina, im Zusammenhang mit der Pandemie und der russischen, du hast es ja gesagt, auch der ukrainischen Presse, der russischen Presse. Was sind deine Beobachtungen an? Thank you. It's indeed the large number of fake news spread it not only on social media, but also often in traditional on online media. And another problem covering the pandemic or other issues was the hate speech. Discriminatory statements were used against several group of people, for example, against labor migrants or believers on certain religion, or against people from occupied territories of Ukraine. And some journalists blamed all members of these social groups for spreading the coronavirus, as usually in social media, as I said. And we observed how Russian propaganda used the conflict inside Ukraine between conflicts between several social groups, for example, or conflict between different regions of Ukraine, and intensified the contradiction in society. We could see each news was about the conflict in Ukraine was replicated by Russia propaganda on hundreds of sources in social media or in online media. And Ukraine was presented as a hostile country with conflicts between different regions and different social groups. And we could see the influence of Russia in the church. It was very noticeable during the lockdown because of Ukrainian confession hold prayer without people and called to stay home. But the Russian confession still continued to gather people, and they priest in the monasteries refused to be tested, for example, and the Russian church in Ukraine is strong financially supported by some opposition politicians and from business people, from Ukrainian business people oriented to Moscow. And it's an interesting thing, the topic of European integration was in the center in big media in Ukraine only, but a few in local media, maybe. In 2020, the Ukrainian media used the term "sorosyata." It's the word, hybrid word formed from Soros, George Soros' surname, and little pigs in Ukrainian. The word "sorosyata" it's used by pro-Russia media or pro-Russia politician in Ukraine called
public figures who is working for organization funded by European Union or by United States, and all decisions, for example, revision of Ukrainian anti-corruption legislation or resignation the government, such topics were presented like the by Russia propaganda, like the struggle between this Sorosiata and politicians who are not oriented towards the West. The pro-Russia propaganda sharply criticized the European integration reform in Ukraine, tries to discredit those who are implementing this reform. And at the same time, we couldn't read these topics. We couldn't read this dividing in the other media, only in pro-Russian channel on the TV channels owned by pro-Russian politicians. Yes, it's specific of this year in Ukraine. Yeah. Das ist sehr interessant zu hören, wie es auch journalistisch dann genutzt wird und medienwirksam genutzt wird, diese Krise auch um einzelne Bevölkerungsteile sozusagen zu diskreditieren. Das, glaube ich, ist sehr spannend. Wir haben auch die Situation, dass, wir haben es gerade schon gesagt, Herr Dr. Ressmann hat es angesprochen, wir haben diese Krise ja sozusagen, wir sind noch mittendrin und die nicht nur die gesellschaftlichen Verwerfungen werden offensichtlich, sondern auch die ökonomischen und die sozioökonomischen. Und das würde mich schon noch mal interessieren in einer Runde, dass wir, es gibt einen Bericht, der sagt, wir haben den schwersten Wirtschaftseinbruch zu verzeichnen seit in Friedenszeiten seit 1929 und also seit fast 100 Jahren. Und den Blick würde ich gerne mit Ihnen zusammen nochmal nach vorne richten. Was passiert, wenn diese Krise vorüber ist? Welche Folgewirkungen hat das für unsere Gesellschaften, die sehr unterschiedlich sind, aber wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Auswirkungen? Ich weiß, dass Lina, du hast einen Chart auch vorbereitet für die Situation, was die finanzielle Situation der Presselandschaft betrifft in der Ukraine. Das würde ich gerne gleich nochmal einspielen, um zu zeigen, dass es auch Auswirkungen hat auf den Mediensektor und auf möglicherweise auch eine demokratische Berichterstattung in Krisenländern. Aber das nur am Rande. Ich würde insgesamt gerne jetzt noch mal eine Runde machen zu den sozioökonomischen Verwerfungen, vielleicht ja auch Nicht-Verwerfungen, die diese Krise möglicherweise mit sich bringt in Europa, in Krisenregionen, aber auch in den USA. Und vielleicht fangen wir da wieder an mit Daniel. Certainly. Yes, another short answer, right? Yeah. Big question. There's a lot of different ways I could approach this. I think I'll focus on two. Those that have been affected the most have been those that do not have the luxury of working from home. And that means it primarily impacts those of the lower socioeconomic levels in society. Those that are in service industries, or maybe those working for Amazon and the delivery or wherever. So really, in a sense, these become frontline individuals in this fight against the pandemic and trying to continue to move forward, almost on par. I don't want to equate it and belittle what's happening for those, you know, in the healthcare industry, but these people are also deemed to be essential workers as well to keep the economy going so people can still get their shipments, especially with the holidays coming up. Everybody's shipping. Everybody's moving online. So what I was also doing is also dramatically impacting the nature of what the workplace will look like into the future, that blick in the Zukunft that you asked about. And a lot of companies are realizing we no longer need office space. And is there a way we can then downsize? And so if we've been able to work, and I think what also has happened is I think they've also come to terms with some people who have had to quarantine, haven't been able to be at the workplace, that how essential are these people to
the workplace and to the function of the institution. So I think you're going to see in business a lot of changes taking place. What would also be interesting, the third point I want to bring up briefly, is that women had been increasingly becoming a larger part of the workforce in the United States. They have actually been impacted as a group unto themselves, been impacted the most, because many of them that get charged with staying home because a lot of the schools now are closed or they're hybrid. And so a lot of times they're working, but also then taking care of their children. And sometimes they can't do both. It's unreasonable. So actually the rise in female unemployment has also risen sharply. And it'll be interesting to see how that changes and develops after we get to either, I say, post-COVID or the no COVID. I don't know what's going to happen in the future. Okay. Danke, Daniel. Jetzt nochmal Herr Ressmann, aus Ihrer Erfahrung heraus, Ihre Prognose für die ökonomischen Entwicklungen, denen wir entgegensehen. Herr Ressmann, das Mikro ist noch aus. Ja, also ich sehe zwei Anmerkungen. Der EU-Haushalt, der jetzt im Moment im Konflikt ist, ist eine solidarische Antwort, die nötig ist, um die ersten Krisenfolgen zu bewältigen, gerade in den südlichen Ländern und auch in den östlichen Ländern der Union. Das ist ein Zeichen von Solidarität, auch ökonomischer Solidarität, die wir zeigen in Europa, um diese erste Phase der Krise abzuwehren. Die langfristigen Folgen sehe ich wesentlich dramatischer. Das gilt für die Verschuldungssituation einerseits, das gilt aber auch für die durch die Form, wie wir im Moment die Wirtschaft organisiert haben, dass eben diejenigen, die viel haben, in der Regel auch noch viel mehr haben werden. Also die Oligarchisierung auch von Reichtum und von Ressourcen und damit von politischem Einfluss. Letzteres ist das große Problem, war ja schon vor der Krise da, ist jetzt krisenverschärfend aufgetreten und ist, glaube ich, ein großer Hemmschuh in einer perspektivischen Entwicklung. Also das bedeutet, dass wir einige grundlegende Reformen in unseren Wirtschaften und in der Funktionsweise unserer Wirtschaftssysteme brauchen, die eine größere Verteilungsgerechtigkeit oder eine größere Verteilung auf mehr Köpfe des erwirtschafteten Wohlstands haben müssen, um eben eine friedliche und verhandlungsmäßige Zukunft auch zu erreichen. Da gilt es umzustellen, denn es gilt auch auf dieser Basis die Klimakatastrophe anzugehen, die sich mit so einem Modell auch nicht wird lösen lassen. Also wir haben eine ganze Reihe Riesenherausforderungen auch im wirtschaftlichen Gebiet, die, wenn wir uns denen nicht stellen und das zum Beispiel machen, wie das in Brasilien geschieht, ist der Regenwald weg und die Katastrophe da. Noch haben wir eine Chance umzusteuern. Das geht hoffentlich auch in den USA, die da wohl mit ihrem System auch vor einer besonderen Herausforderung stehen. Aber die Krise hat das geschärft hervorgebracht und so, dass wir das diskutieren können, aber dafür natürlich auch Medien brauchen, die das auch transportieren und auch ökonomisch in der Lage sind, dies zu transportieren. Und die ökonomische Sicherheit eines demokratischen Mediensystems gilt auch für Deutschland, gilt in anderen Ländern in Europa und natürlich umso mehr für Länder wie die Ukraine, was Frau Kusch ja auch schon sehr zu Recht und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Ophelia, wir häufen gewaltige Schuldenberge an, national und international. In Deutschland haben wir gerade erfahren, dass wir etwa 180 Milliarden Euro für das nächste Haushaltsjahr uns zusätzlich verschulden werden. Ähnlich sieht es ja auch in der EU aus. Und als Europaexpertin auch hier die Frage an Ophelia. Was wird das bedeuten für die sozioökonomischen Verwerfungen möglicherweise, die Krise mit sich bringt, für die EU, wo die Lebensverhältnisse zwar sich stark angeglichen haben in den letzten Jahrzehnten, aber es ja doch immer noch sehr gravierende Unterschiede gibt zwischen einzelnen Mitgliedstaaten. Wie bewertest du das aus Brüsseler Sicht? Ophelia? So I know a few things on Europe, but I would not claim to be an expert in economics, absolutely not. So, but I think that, I mean,
apart from the debt question, there is a big question, and I think this this is worth it to highlight it, that whenever the crisis started and there was huge expectation into what would be the EU institutions' reactions, especially compared to what happened in the crisis of 2008, where following this crisis, the answer was very strict, and it was a lot of austerity, and it was not, rightfully not really understood by some countries who were really struggling. We might have been worried at the beginning of what would be the EU answers. And when the European institutions, all of them at different timing, but in March, starting with the European Central Bank, said that there shouldn't be a problem into whether we would be able to lend money to countries, to member states in Europe to help the member states cope with the social and economic crisis. I think this was like a big relief. The problem we have is that it was a relief like on short scale, in short period of time, I would say. And now we're wondering, all of us and all of our member states, but also on EU level, where will that money come from if we keep on accumulating debt? And I do think that in this regard, although I do not have like the economic solution because I'm not an expert in economic theory, as I said, but I think that what it shows us is that we're done making teeny tiny adjustments on EU level, whether it is on social, economical issues, but also in terms of institutional perspective, because what this crisis has shown is that we need to deal with these problems on at least regional scale. And when I say regional scale, is that the EU needs to be entitled to take some measures. And when it comes to health issues, people, I'm saying people because I'm including national politics in politicians in the people, realize that the EU should do this and that, but the thing is like you never gave the EU the power to do that. So the thing is like, in terms of crisis, you actually realize how much you need the institutional framework you've built, and the problem is that ours has remained. Halfly built for way too long. And I think that this crisis is actually showing how much. Also because we're seeing like when you talk to the citizens, to the people working and who might not be EU experts, what they're expecting is that we could actually have some solidarity schemes between regions, because yes, there are regions in Europe where like people are wealthier than in others. And I think the solidarity aspect is something that I've heard quite a bit in this crisis. But again, if you do not have the necessary institutions and the necessary framework to be able to make this redistribution work, then you expose yourself to having your own citizens thinking that your infrastructure is lacking and is failing them, and to a sort of extent it is, but not because of the EU itself, because of the lack of will from the member states to actually finish the house, to actually finish building it so much that it actually delivers to the people. Because I think that and this will be my last point, what the crisis has shown, if it was necessary, is that what is key in all of this systems that we have is the human beings, actually. And it was mentioned by Daniel before about how this crisis has shown that there are some forces on which the entire society rely that are actually not the people who have done a PhD. They are not the people who have studied a lot, but they're still very important to the economy, to the society. And I think that whether it is in economics or in the European democracy in general, we need to stop, keep on moving things forward as if we could do it without the people. And I think that we will discuss civic education later on, but I think that this is where it's actually key, that if we want things to be improved, facing the drastic and dramatic consequences that we are going to face on social and economical levels, we need to do it with and for the people.
Danke, Ophelia. Das ist sehr interessant und ich würde jetzt nochmal an Lina geben, weil was natürlich für die Menschen auch sehr wichtig ist, das ist sozusagen, dass in diesen Zeiten auch wir eine funktionierende Presse haben und funktionierende Medien haben. Aber auch die sind betroffen von der Krise wirtschaftlich. Und um es mal von einem etwas abstrakteren Level runterzuholen, hat Ophelia eine Folie vorbereitet, die ich jetzt mal bitte einzublenden. Hier geht es um die wirtschaftliche Situation der Medienhäuser in der Ukraine. Und dass wir uns das anschauen, da kann man an einem Punkt sehen, glaube ich, ganz gut, wie die wirtschaftliche Krise sich auswirkt auf Unternehmen, aber hier ja auch gleichzeitig, wie sie sich möglicherweise auswirkt auf Demokratien und auf Demokratie, wenn solche Medienhäuser in eine Schieflage geraten, in eine ökonomische. Und ich weiß nicht, wer diese Folie einspielt. Ist sie da? Können wir sie sehen? I can thank you for this question. Yeah. I'll demonstrate this slide later. Indeed, Ukrainian journalists are facing multiplied problems. Okay, we could you see this Sekunde, slide? Eine Sekunde. Yeah. Oh, no, this is... Das ist, wir arbeiten, es wird yeah. daran gearbeitet. Oh, yeah. I have one. Ist es. Yeah. Okay. Jetzt ist die Frage, ob man es lesen kann. Kann man das noch etwas vergrößern? Ja. Okay. Yeah. Lina, jetzt. Yes. Yeah. Ukrainian journalists covered widely situation during pandemic because of high public interest, and there was the period when the site visits increased up to 20 times and more. And I think trust in media would increase too, as in all over in Europe, coronavirus reminds people of the value of traditional news sources. But over the past months, one of the key challenges faced during the election campaign and during the media campaigns, our National Union of Journalists of Ukraine conducted two surveys in April and in May this year about impact of coronavirus and economic crisis on Ukrainian media, on local media. We asked over 130 editors and journalists, and the key challenge facing almost of 70% of local media was the decline in their online and paper advertising revenue due to coronavirus. About one half of media temporarily decreased of the volume, 10% temporarily suspended its printed version, 36% canceled new projects, 20% got debt, and employees of more than 20% editorial offices paid at a reduced level, and one in every five media outlets forced all employees to take unpaid leave. It's serious challenges both to press freedom and to the financial security of the media. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber das ist sehr interessant. Wir wollen ja gleich auch noch ein paar Fragen von den Zuschauern und den Zuhörern haben. Aber ich fand dieses Chart sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich, weil es so ein bisschen auch plastisch
darstellt, gerade in Krisenregionen oder in Ländern, in denen auch eine kriegerische Auseinandersetzung ist, wie dramatisch so eine Entwicklung dann sein kann und die Pandemie dann auch hat. Und wie gesagt, auch für den demokratischen Prozess in solchen Ländern und für die, sag ich mal, die journalistische Wahrheit, die dann möglicherweise auch droht, auf der Strecke zu bleiben, wenn Medien so eingeschränkt werden und finanziell so in eine schlimme Situation kommen. Ich möchte, habe das Chart deshalb auch gerne eingespielt, weil die Presse und die Medien sowie der Ukraine und überall anders auch haben eine wichtige Rolle in unseren Ländern zur Demokratiebildung, aber so als eben auch die politische Bildung. Und wir sitzen hier in einer Einrichtung der politischen Bildung beim Gustav Stresemann Institut und auch das würde mich natürlich, bevor wir das Forum öffnen, für die Zuschauer nochmal sehr interessieren, wie Sie die Lage der politischen Bildung in Ihren einzelnen Ländern oder bei Herrn Ressmann aus seiner Erfahrung heraus gerade bewerten. Wir reden viel über Finanzhilfen in Europa, auch in Deutschland. Auch die politische Bildung bekommt wahrscheinlich und womöglich Finanzhilfen. Wir reden über das Überleben von Einrichtungen. Wir reden über mehr Digitalisierung. Aber wir reden eigentlich wenig darüber, was kann politische Bildung tun, in dieser Zeit, um demokratische Prozesse zu stärken, um dem eigentlichen Auftrag nachzukommen, sozusagen politische Bildungsarbeit zu leisten. Das scheint mir etwas unterzugehen, gerade vor dem, und es wird sehr viel über Zahlen und Finanzen gesprochen, aber die politische Bildung hat gerade jetzt, glaube ich, eine Berechtigung und deshalb finde ich es sehr spannend zu hören, was passiert gerade rund um politische Bildung seines Thinktanks, seines Universitäten, wie bei Daniel, sei es anderswo. Das würde mich schon sehr interessieren, wie der Eindruck da ist, jenseits von Regierungspolitik. Was kann politische Bildung leisten? Vielleicht Daniel, weil du an einer Universität arbeitest, kannst du gerne beginnen mit einer Antwort auf diese Frage. Sure. Part of it will be answered by the future and how it continues to go, because right now we're sort of in a transition period and we're always hoping for the best. I would say with the COVID and has created opportunities, but also some new challenges. As I mentioned before, we're actually able to, try to imagine if this happened 10 years ago. As an institution, we couldn't do what we still do. So we can still educate our students. And one thing I just want to add is to put in beforehand, when we talk about political education or civic education in the United States, that's the primary responsibility of the educational system. Some students get it at the high school, but we also get it at the university. In fact, for our accreditation purposes, we actually have to contribute to the public good. That is actually a requirement from the federal government. And when we get accredited, and that also includes a lot of initiatives, also how we promote diversity, equity, and inclusion as well. And that's the buzzword it has been for 5 years. It's taken on more momentum this year. Having said that, though, like I said, more opportunities, because now we can actually reach a larger audience. And now we have the opportunity to reach audiences we haven't reached before, because we have been traditionally primarily an in-class institution, that's why our students come, is because we're small class sizes. We have about 1,500 students at our institution, all right? And so this gives us the opportunity to reach students we couldn't before. As I mentioned before, some of our international students who could not make it to the United States, we've still been able to enroll them in our classes, and so they've been able to participate. And we've also been continued to be able to exist as an institution. That's a much larger issue, the economic crisis in American higher education. But we've been able to exist. What's been interesting, though, is, I would add to that, even after COVID, or like I say, either post-COVID or new COVID or whatever evolves, is I think a lot of what we're learning, those of us have not been engaged as much in online, I'll speak for myself, there's a number of things that I've read about and I have confirmed that I will continue to do online with my students and still do the in-classroom. So I think there's some great lessons learned,
And I think it's been a way for us to improve our educational opportunities. And it'll be interesting next semester. We teach a second year seminar that's on diversity. It's required of all students. And so I'll be teaching that. It's a really fun topic. It's on public bathrooms. That's a whole nother conversation. But the challenge, though, what we've noticed is mental health issues. That has probably been the biggest challenge facing us. And the number of students that, especially those who desired a small academic setting, but I even know colleagues and even my own children at larger institutions, it is very difficult for some. It takes a very specific type of personality to be successful that way. And I have had so many students have mental health issues. I've had quite a few drop out of school and hoping to return, constantly, you know, trying to deal with the situation, a lot of stress. I had another student, excellent student. He can't be on campus because of asthma, but he's feeling social isolation. And he's actually started a new medication regimen, but he can't focus now until the medication gets adjusted. So this has been probably the huge challenge, and you know how long it's sustainable and what it will like in the next year. I don't know. Yep. Danke, Daniel. Wolfgang Ressmann, wie ist die Situation aus Ihrer Beobachtung heraus? Ich meine, Sie arbeiten selber an der Schnittstelle Medien, politische Bildung. Was ist Ihre Wahrnehmung, wie die politische Bildung, wie funktioniert sie überhaupt im Moment? Wie versuchen Sie, Dinge zu transportieren, anders als früher? Also als Bürgermedien haben wir natürlich den Vorteil, dass wir von vornherein, ich sag mal, ein Medium Fernsehen nämlich haben und oder Radio haben, was auch funktioniert, was vor der Krise funktioniert hat, vor Corona, nach Corona funktionieren wird und wir da natürlich unsere Produktionen fortsetzen können. Jetzt kommt die große Ergänzung, was wir heute machen über Videokonferenzen, über diese unglaubliche Entwicklung und Dynamik, zum Beispiel dieses Zoom-Programms, mit dem man in der Tat in den Austausch kommen kann auf elektronischer Weise. Davon machen wir natürlich auch in großem Umfang Gebrauch. Als Bürgermedien nutzen wir auch die Möglichkeit, Streaming-Angebote oder Streaming von Veranstaltungen direkt über die Sender zu transportieren. Also so, dass wir durchaus spannende neue Möglichkeiten, so wie wir das eben auch schon von Daniel gehört haben, entdecken konnten in diesem Jahr. Das ist allerdings dringend nötig zu betonen, dass der soziale Zusammenhalt, dass das richtige Lernen nur durch persönliche Begegnung und vor allen Dingen durch Vertrauen stattfinden kann. Ich glaube, das haben wir auch in diesem Jahr in vollem Umfang bei dem Mediadialogprojekt gemerkt, was wir ebenfalls voll online durchgeführt haben. Sehr erfolgreich. Ich kann nachher auch noch einige Links teilen. Was aber auch nur ging, dass wir viermal uns in vielfältiger Weise persönlich getroffen haben und in diesen persönlichen Treffen auch das Vertrauen aufbauen konnten, um eine komplette Online-Veranstaltung über ein Jahr lang, über ein konkretes Projekt oder ein halbes Jahr lang ging es, mit Vorbereitungen das ganze Jahr möglich und erfolgreich zu machen. Beides gehört zusammen, das soziale Lernen, das analoge Lernen, wir sind analoge Wesen und keine 0-1er, ergänzt um digitale Formate. Das ist, glaube ich, sehr gut. In unserem Projekt können wir alle beteiligten Länder, da sind auch 6 Universitäten dabei, die Studenten jetzt zusammenschließen, das werden wir auch tun. Die können dann gemeinsam online auch was tun, aber wir werden trotzdem analog vor Ort sein. Gut, vielen Dank. Ich schaue jetzt nochmal auf die Uhr. Ich nehme jetzt Ophelia und Lena Kutsch mal raus. Wir machen zum Schluss noch eine Schlussrunde. Ich wollte nur jetzt nochmal die Möglichkeit geben, auch in die Zuhörerschaft zu schwenken sozusagen mit der Kamera und beziehungsweise Fragen zuzulassen. Es gibt auch eine Frage, die ich höre. Und dazu meldet sich jetzt meine Kollegin, die Anne Schulz aus dem Off sozusagen, die Fragen für uns gesichtet hat und den Chat begleitet hat und vielleicht jetzt mal eine Frage formulieren kann und dann auch an den Adressaten am besten direkt. Anne Schulz. Ja, guten Tag in die Runde. Es ist eine Frage eingetroffen von Susanne Drake und ich glaube, die richtet sich insgesamt an das Panel. Ist eine inhaltliche Frage, die nochmal zurückgeht auch auf die Diskussion
wie ist die weltpolitische Lage momentan? Und sie fragt, ist der Wunsch mancher NATO-Mitglieder, diese zu reformieren, und reformieren schreibt Frau Drake da in Anführung, und damit das Bündnis zu schwächen, ein geopolitischer Suizid und eine Motivation für manche Mitgliedsländer, Menschenrechte zunehmend zu verachten und Allianzen mit eher, auch in Anführung, feindlich gesinnten Nachbarn der EU einzugehen? Also die Frage, wie wird die Zukunft der Zusammenarbeit, der internationalen Kooperation auf NATO-Ebene eingeschätzt? Gut, vielen Dank. Wir waren ja schon bei dem Punkt internationale Kooperation. Die NATO hat eben da schon eine Rolle gespielt. Welche Rolle spielt die NATO? Welche Rolle spielt die EU? Wer möchte sich zu diesem Punkt äußern? Die Zusammenarbeit der NATO. Ophelia, gucke ich jetzt mal Richtung Europa, oder Daniel nach Amerika, auch mit einer sehr spezifischen Sicht auf die NATO. Yeah, I'll take a stab at this. Yeah. I have to confess, I'm still waking up. It's a bit earlier here in the US. Good morning. I've only had one cup of tea, and I probably needed two. But anyway, hopefully I've been coherent this morning. I'll continue to try to be coherent. I think a lot of it depends on who are the individuals involved. It could go any number of ways, but it really does. Wolfgang talked about this, you know, we need certain individuals to move forward with the EU, bringing that cooperation and then that international cooperation. And I think what we've seen over the last 4 years is how much personalities matter, how much they matter, and who's willing, when someone steps back, who's willing to step up, and if anyone is willing to step up. So I think NATO is and has been, I think, in a sense of a crisis ever since, you know, the fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War. And it's had difficulty, I think, redefining itself. I think it's done a decent job, but I think it does not have a full mission yet. What I think is, in one way, it may be re-envisioning its mission, is with the growing crises that we've already talked about today, what's happening in Eastern Europe. And if this is a revitalization of NATO and once again taking on that role, I think it also has done a decent job, sometimes better, sometimes worse, of responding to international crises, more humanitarian in nature, because of the resources and infrastructure that exist. What the future will hold for NATO, I don't know. But I do think it depends a lot in who wants what. I think personalities, and, you know, how engaged then will the Biden administration be in Europe? Yep. Right. And then also the future leaders in Europe as well, and the other member states. I think a big question still needs to be addressed is, what about Turkey? Yep. And I don't know if anyone's willing to take it up, because once you pull that one little thread, does the whole thing fall apart? Danke für die Einschätzung. Ich kann jetzt leider nicht sehen, ob die Frage hinreichend beantwortet wurde, aber ich hoffe mal sehr. Ich glaube, da sprichst du einige wichtige Punkte an, Daniel, gerade auch was die Türkei betrifft. Gibt es weitere Fragen? Nochmal die Frage an Anne Schulz. Wenn nicht, dann würde ich versuchen, weil wir eigentlich auch jetzt schon Richtung Ende unserer Zeit kommen, nochmal eine Schlussrunde zu machen. Ich frage nochmal. Ja. Also eine Frage, die ja das ganze Forum auch begleitet oder unseren Tag heute begleitet, ist die, was eigentlich 2021 von der politischen Bildung erwartet werden sollte. Also ob es bestimmte Themen gibt, ob es bestimmte auch methodische Diskussionen gibt, die für uns in der politischen Bildung wichtig sein sollten. Und das ist, glaube ich, eine Frage auch an das gesamte Panel. Mhm. Das war sozusagen unser letzter Aspekt, die politische Bildung und wie wird die Zukunft gesehen. Hier geht es mehr um, was sind die drängendsten Themen, wie muss man methodisch vielleicht vorgehen. Methodisch haben wir, glaube ich, gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, was Wolfgang Ressmann sagte, dass man diese hybriden Formate, glaube ich, auf jeden Fall pflegen muss, dass persönliche Ansprache wichtig ist, aber gleichzeitig auch, dass Digitale eine wichtigere Rolle spielen wird in Zukunft. Inhaltlich politische Bildung wäre,
glaubt, was sagen zu können dazu, wo die Schwerpunktthemen des nächsten Jahrzehnts vielleicht liegen werden. Wir haben gerade mit einem neuen Jahrzehnt begonnen, wenn ich Richtung 2030 schaue. Welche Themen, das klang ja gerade auch schon so ein bisschen an, ich sag mal das Thema, und wir hatten das auch in den Foren hier schon heute, spannende Themen wie das Thema Umwelt und anderes, das natürlich auch wieder auch Auswirkungen hat auf ökonomische Prozesse. Aber gibt es darüber hinaus oder will man das noch ein bisschen durchbuchstabieren? Möchte dazu jemand was sagen? Lina, Ophelia, Wolfgang Ressmann hat sich gemeldet. Also Ophelia eigentlich auch. Zwei Sätze. Technisch haben wir das schon gesagt, Hybrid. Inhaltlich sollten wir erstmal, wenn das alles mit der Corona-Geschichte rum ist, reflektieren, was da geschehen ist. Wie Demokratieeinschränkungen akzeptabel, nicht akzeptabel sind, was Corona mit uns gemacht hat, was das auch mit unseren Gesellschaften gemacht hat. Um dann eben auch zu den Punkten Kooperationen zu kommen, der Bedeutung von Europa zu kommen, aber auch zu der Bedeutung von internationaler Zusammenarbeit und Kooperation zu kommen. Diese Isolierung zu nutzen, um wieder von der Vereinzelung zum gemeinsamen Miteinander reden zu kommen, ist, glaube ich, eines der entscheidenden Punkte. Und das vor allen Dingen bei den jungen Leuten bewusst zu machen, als eine relevante Zielgruppe politischer Bildung. Die Krise zu nutzen, um eben Augen zu öffnen für Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können. Und das sind fast alle großen Probleme. Ophelia? Maybe I can also say something when it comes to civic education, because I think that one thing that we haven't really touched upon when mentioning civic education is how much we need a public sphere to be able to do that, and how what's the like relationship between this European or like common public sphere that we might have and this like the role that civic education needs to play in that. I'm mentioning that because I'm working on a very interesting project with that's Progressive Zentrum on precisely how do we create this European public sphere, what are the like the main aspects that we need to have or that we already have, and how do we see things in 2025? So I can highlight a few points, but I do think that as it was mentioned before a couple of times, like there will be a big role to be played by the digital aspect of things, of course, whether that's in the media or in education, like strictly speaking. But I think that one of the issues that maybe we might need to dig a bit more into that is the access to each other, I would say. Because if you want people to talk to each other, they need to be empowered to do it. They need to have the necessary skills to be able to discuss with each other. Of course, that means that languages needs to be developed as well so that we can actually understand each other's in each other's context. And I think that in this regard, there is a big, not reform, but a transformation of civic education into thinking how we can actually make it a bit more practical as well, coming with experiences, because especially if we talk about young people, but not only, and if I talk about something I know, which is the knowledge one may have on Europe, it would be increased very much if people could get the experience. And in this regard, I'd like to highlight the role of media. We've discussed it, it's very much, especially with that Lina, but I think it's crucial that we have media that actually understand what they're talking about. I mean, when she was saying that in your own country, there might be media actually don't report about what's going on in another part of the country, that's quite appalling. And I think that it needs to go also, civic education also needs to translate into journalist training, or so that there is actually a way of treating news that is transformed so that it gives the citizens and young people the access they would need. I could also discuss culture as why it would be so important that it also translates into something that is a bit more emotional and less on the news aspects.
And I think I'll just close it here for the moment, keeping track of time. Thanks very much. I just wanted to interrupt you anyway. Ich wollte dich gerade unterbrechen, Ophelia, obwohl das spannend ist. Aber wir wollen noch eine kurze Schlussrunde machen. Unsere Zeit ist in einer Minute vorbei. Und ich möchte auch noch es nicht vorenthalten, den Teilnehmern des Podiums, aber auch allen, die dabei sind, auf einer Karte, auf einer Wolke zu zeigen, woher Menschen sich aus der ganzen Welt jetzt gerade zugeschaltet haben. Und das wollen wir kurz einblenden. Das ist vorbereitet worden. Und wir werden es gleich sehen. Ich bin selber gespannt. Die Technik arbeitet. Ah. Köln, Frankfurt, Paris, Bonn. Mehr haben wir nicht. That wouldn't be good if no one from Bonn was there. That would look good for KSA. Keine Ahnung, wer das aus Bonn ist, aber wir haben immerhin jemanden aus Paris. Das ist ja schon mal gut. Jetzt kommt doch noch Berlin, Frankfurt, Köln. Es ist sehr deutschlandbezogen bisher. Brüssel war eben auch. Brüssel hatten wir auch. Brüssel, Paris ist jetzt wieder weg. Paris ist da. Brüssel hatten wir auch. Leider niemand, Daniel, aus Amerika. Es ist zu früh, wie du richtig sagst, wahrscheinlich. Gut, aber immerhin, wir sind wenigstens... Ich glaube, die Leute schreiben es teilweise auch in den Chat, deswegen erscheint es jetzt nicht auf dem... Okay. Okay. Ich höre, einige Leute schreiben nur im Chat, woher sie kommen und tragen es nicht in die Karte ein. Also wir glauben mal, dass deutlich mehr Städte vertreten sind. Das bekomme ich auch bejaht jetzt hier gerade, als die wir gerade gesehen haben. Und das freut uns natürlich sehr. Vielleicht zum Abschluss an jeden nochmal aus dem Forum. Eine kurze Frage mit der Bitte auch wirklich um eine kurze Antwort, die natürlich ganz schwierig ist, die Frage. Aber der Titel unserer Runde heißt ja Weltpolitik aus den Fugen. Wenn man sich dann zum Abschluss dieser Runde fragt, ja, wir haben über viele Aspekte gesprochen, aber was muss passieren, damit die Welt wieder in Ordnung kommt? Wenn sie aus den Fugen ist, ist sie nicht in Ordnung. Was ist das Wichtigste aus Ihrer Sicht, vielleicht in zwei Sätzen, wo man sagt, ich weiß, wir machen jetzt hier ganz kurz Weltpolitik, aber was ist nötig, damit die Welt nicht mehr aus den Fugen gerät, beziehungsweise wieder in Ordnung kommt? Ich will jetzt niemandem den ersten Ball zuspielen, aber wenn jemand die spontane erste Antwort hat, dann kann er sich gerne melden. Sonst würde ich sagen, fangen wir mit Lina an. Thank you. I think it's critically important for Ukraine to follow the European integration course, because we have a new generation in Ukraine for whom the European choice is natural. And the Media Dialogue Project aims to achieve this goal. As to media field, I think our task is to overcome the media industry, and it's especially important how to save the local media. By saving local journalism, we protect the right of citizens to access the reliable information. Danke, Lina. Ophelia? It isn't a very difficult question. Maybe I would say putting the people back at the center. And that I mean, it's putting people back at the center of the EU project, so that it's able to be reformed and to get the necessary changes it needs inside its institution to be fully functional.
but also putting back the people, because in terms of human rights, whether it's in its neighboring area, I would say, or whether it's on global scale, I think it's something that is very important and that would help changing drastically things on a larger scale. Danke, Ophelia. Wolfgang Ressmann. Herr Ressmann, hören Sie uns? Ja, ja jetzt eben nicht. Jetzt, ja, das Wichtigste. Ich war miteinander zu reden und Projekte zu organisieren, die miteinander reden in der Zivilgesellschaft möglich machen. Das ist über die Grenzen hinaus zu schauen und die neuen Begrenzungen, die uns die Nationalisten und die Populisten einreden wollen, wieder auch in unseren Köpfen einzureißen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wirklich wieder Grenzen sprengen zu wirken und Vertrauen ineinander zurückzufinden, auch gerade nach dieser Krise und den Erfahrungen der letzten Jahre. Und auch das ist dann die Basis für alles, was auf der politischen Ebene ebenfalls erforderlich ist. Wir müssen wieder Menschen in Bewegung setzen und Menschen begeistern für die europäische Idee, für Menschenrechte, für all dem, was wir uns auch in Europa, mit dem uns wir auch in Europa definieren und was auch Basis eigentlich für das deutsch-amerikanische Verhältnis sein sollte. Das ist ein gutes Stichwort für Daniel. Hey, thank you for taking me back to grade school, because my last name begins with a W. But beyond that, I think what we've seen over the last few months, half year, nearly a year, is I think we've seen the best and the worst in humanity and everything in between. And so what I think we need to do is I think we need to look into the closet, under the rugs, behind the rocks, in the mirror, and take a deep look at ourselves and admit what do we see and bring it into the light and start talking about it. Vielen Dank. Ja. Dann darf ich mich bei allen sehr, sehr herzlich bedanken. Ophelia, Lina, es waren sehr, sehr interessante, spannende Aspekte, die ich auch so teilweise zum ersten Mal überhaupt gelesen oder gehört habe. Und die Vorgespräche waren schon sehr interessant. Auch dafür nochmal vielen Dank. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bei irgendeiner Gelegenheit wiedersehen, aber und dass die Botschaften, die heute hier von allen kamen, auch gehört werden und auch umgesetzt werden, weil sie sind, glaube ich, in weiten Teilen nachvollziehbar. Und vielen Dank für die Teilnahme und alles Gute für den Rest des Tages und kommen Sie gut durch die Krise, bleiben Sie alle gesund. Danke vielmals. Thank you. Wiederschauen. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Thank you very much.